Und jetzt machen wir das alles mal in der Praxis. Ich habe hier eine ganz einfache Schaltung. Ich habe zwei Batterien in Reihe geschaltet. Ich habe also 1,5 plus 1,5, 3 Volt. Und ich habe hier eine, ich glaube, 4 Volt Lampe. Und die schließe ich einfach bloß in einen ganz einfachen Stromkreis. Mache ich die mit dem Tastschalter mal an. Achtung, mir kommt jetzt auch was anderes an. Nicht, dass die leuchtet, sondern wie schnell die leuchtet. Ich tippe jetzt und sie ist an. Ich lasse los und sie ist sofort aus. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an, wenn wir einen Kondensator laden. Das heißt, ich werde diese Lampe hier zum Laden dieses Kondensators nutzen. Und da werden wir mal sehen, wie sich da der Strom verhält. Was wir ja aus der Theorie wissen, müsste der Ladestrom durch diese Lampe fließen, den Kondensator laden. Und wenn er geladen ist, dürfte kein Strom mehr fließen. Und das gucken wir uns an. Und wir werden mal sehen, wie schnell jetzt die Lampe reagiert. Achtung, ich drücke jetzt. Man sieht, der Strom fällt kontinuierlich ganz gemütlich ab. Nicht so ruckartig wie vorhin. Dass der Kondensator jetzt geladen ist, sieht man auch daran, dass der Strom hier, ich kann hier drücken, wie ich will, hier fließt keiner mehr nach, der Kondensator hat die 3 Volt angenommen. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt, ob der wirklich geladen ist. Und wir schließen mal den Kondensator kurz hier, zum Kondensator kurz parallel dazu die Lampe. Achtung. Ah, und auch diese Spannung, jetzt ist keiner mehr drauf, auch diese Spannung fällt gemütlich ab. Achtung, nochmal laden, laden, loslassen, der Kondensator ist geladen und die Spannung sinkt, ganz gemütlich. Jetzt kommen wir mal zu einer Kombinationsschaltung, wie ich sie im Video schon gesagt habe, die aber nicht ganz perfekt ist, aber die besser ist als ein Messinstrument, damit man nicht so viel beobachten muss. Achtung, ich werde jetzt wieder laden über diesen Widerstand fließt also der Ladestrom und dieser Widerstand, ja, es ist eine Lampe, aber es ist auch ein Widerstand. Und diese Lampe zeigt an, dass hier eine Spannung sich aufgebaut hat. Aber Achtung, die wird nicht ganz ausgehen und die wird nicht ganz so hell leuchten. Warum? Wenn ich nämlich den Kondensator mal weglasse, dann habe ich es nur mit einer Reihenschaltung von zwei Lampen zu tun. Aber die zeigt uns das zeitliche Miteinander. Achtung, die wird zuerst aufleuchten und die kommt erst danach. Achtung, da ist sie und jetzt folgt die Spannung. So, und wenn ich jetzt loslasse, dann haben wir gesehen, dass hier noch ein bisschen Spannung übrig ist. Nochmal, dürfte eindeutig sein, ich mache aus, hier ist sofort aus und hier kommt die Spannung viel später zum Erliegen. Ja, das dürfte eigentlich unseren theoretischen Überlegungen auch entsprechen. Natürlich, das ist keine Ersatzschaltung, das ist mal ein Versuch, um einfach zu sagen, okay, hier tut sich zeitlich was, aber ich kann jetzt dadurch, dass ich eigentlich eine Reihenschaltung von zwei Lampen gestützt, sagt man auch, als Stützkondensator, diese Lampe wird gestützt von diesem Kondensator habe, ist es nicht ganz korrekt. Aber zum Gucken, denke ich mal, dürfte es reichen. Gut, ich lasse mal los. Die dürfte wieder langsamer ausgehen. Und, jawohl. Na denn, ich hoffe mal, ich habe es ausreichend erklärt und würde mich über irgendwelche Kommentare oder Wünsche freuen. Bis dann, tschüss.